Wenn du Elstor Online nutzen möchtest, brauchst du irgendeine Art, wie du dich authentifizieren kannst. Die beliebteste Methode und auch meine persönliche Empfehlung ist das Elster-Zertifikat. Was das genau ist, wo du es findest und wie du es aktivieren kannst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Elster Online ist ehrlicherweise eine tolle Erfindung. Das ist quasi das Interface vom Finanzamt und du kannst eine ganze Menge von deinen behördlichen Kommunikationen und Steuererklärungen mit Elster Online machen. Das Problem ist, du kannst dich nicht so ganz einfach mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden, wie bei allen möglichen anderen Online-Zugängen. Das ist ehrlicherweise auch nachvollziehbar, denn bei Elster Online kannst du eine ganze Menge machen. Und wenn ich mich zum Beispiel in deinem Account einloggen könnte, könnte ich ja mal eben eine Steuererklärung abgeben, wo ich erkläre, dass du letztes Jahr 10 Millionen verdient hast. Das Finanzamt wird die entsprechende Steuer dann versuchen einzuziehen. Dir wird auffallen, ich kann also eine ganze Menge Schaden anrichten und deswegen ist der Datenschutz und Datensicherheit natürlich unglaublich wichtig, wenn es um Elster Online geht. Um wirklich sicherzustellen, dass die Informationen, die du an das Finanzamt schickst, von dir kommen, dafür gibt es das Elster-Zertifikat. Das Elster-Zertifikat ist eine Datei, die kannst du, wenn du dich bei Elster Online registrierst, dann runterladen und die musst du auch jedes Mal auswählen, wenn du dich bei Elster Online einloggen möchtest. Man kann das ein bisschen vergleichen wie deine Unterschrift. Bei Elster Online, alles was du da tust, ist wie unterschrieben. Nur, dass du halt die Zertifikatsdatei verwendest und nicht per Hand unterschreibst, weil es ja online ist. Die häufigste Frage, die ich im Zusammenhang mit dem Elster-Zertifikat bekomme, ist, wo finde ich denn das Ding? Und ich verstehe die Frage relativ gut, weil Elster Online braucht man halt nicht täglich und auch nicht wöchentlich. Die meisten von euch und ich persönlich auch melden sich alle paar Monate mal an, vielleicht sogar nur einmal im Jahr. Und dann muss man da jedes Mal so ein Elster-Zertifikat einfügen und man weiß halt nicht mehr, was das eigentlich war. Die Zertifikatsdatei ist tatsächlich eine Datei, die du irgendwo abgespeichert hast. Also entweder auf deinem Computer oder eine externe Festplatte, USB-Stick und so weiter. Das heißt, wenn du dich bei Elster Online registrierst, also damals, als du dich irgendwann mal registriert hast, hast du diese Zertifikatsdatei runtergeladen. Und die brauchst du bei jedem Login bei Elster Online. Ganz wichtig an dieser Stelle, vielleicht hilft es dir, die Datei zu finden, die endet mit .pfx. Also es ist eine PFX-Datei, die du suchen musst. Wenn du noch nie so eine Datei hattest oder auch ehrlicherweise, wenn du sie nicht mehr finden kannst, musst du dich bei Elster Online registrieren oder neu registrieren. Und da solltest du ein bisschen Zeit mitbringen. Ist ein bisschen frustrierend, aber du bekommst zwischendrin einen Brief und dieser Brief wird dir halt ganz normal per Post zugestellt und deswegen kann dieser ganze Authentifizierungsprozess und der Anmeldeprozess bei Elster Online bis zu 14 Tage dauern. Das heißt, du fängst erstmal an mit der Registrierung, dann bekommst du sofort eine Aktivierungs-ID per E-Mail, du bekommst aber auch nochmal einen Aktivierungscode per Post und den musst du dann eingeben bei Elster Online und dann wird erst die Zertifikatsdatei erstellt und diese Zertifikatsdatei brauchst du dann bei jedem Login. Ohne diese Zertifikatsdatei, was dann auch bedeutet ohne diesen Brief, kannst du dich nie bei Elster Online einloggen. Wie du dich registrieren kannst bei Elster Online, dazu habe ich schon mal wirklich ein Schritt-für-Schritt-Video erstellt, das du einfach Klick für Klick nachmachen kannst. Das Video verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Ich bekomme in diesem Zusammenhang relativ viele Fragen von Leuten, die sagen, ich habe zwar einen Elster Online-Zugang, ich sehe aber nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, wie kriege ich denn die ganzen anderen Funktionen oder ist das kaputt? Nein, es ist nicht kaputt, denn du kannst dich bei Elster Online auch anders registrieren und zwar ganz normal mit E-Mail-Adresse und Passwort. Das geht auch, dann ist aber die einzige Funktion, die du hast, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das heißt, du kannst dich nur steuerlich registrieren, wenn du dich einfach nur mit E-Mail-Adresse und Passwort registrierst. Was du in diesem Fall machen musst, ist, dich halt noch einmal vollständig registrieren, damit du diese Zertifikatsdatei bekommst und dich in Zukunft komplett anmelden kannst und auch alle Funktionen hast. Ich hoffe, mit diesem kurzen Video konnte ich deine Fragen zum Elster-Zertifikat beantworten. Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du sagst, dass du mit diesem ganzen Thema generell nichts zu tun haben willst, weil du gerne einen Steuerberater hättest, der sich um alles kümmert und du willst gar nicht direkt mit dem Finanzamt reden, verstehe ich das auch hundertprozentig und dann sind wir vielleicht auch der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und reden gerne auch für dich mit dem Finanzamt, damit du damit einfach nichts mehr zu tun hast. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau dir ansonsten aber auch gerne unsere weiteren Videos auf dem Kanal erstmal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.